MDR Kultur. Musik modern. Mit Isabel Roth. Ich begrüße Sie zu einer Sendung, die dem Leipziger Komponisten Bernd Franke gewidmet ist. Am kommenden Montag feiert er seinen 60. Geburtstag. Und ich freue mich, dass er hier bei uns im Studio ist. Hallo, Herr Franke. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. 60 Jahre. Davon haben Sie, wenn ich richtig gerechnet habe, 37 an der Leipziger Universität bzw. an der Leipziger Musikhochschule verbracht. Das Studium mitgerechnet sind es 43, mehr als bislang Ihr halbes Leben. Was verbindet Sie mit diesen beiden Institutionen? Nun ja, ich habe an der Leipziger Musikhochschule studiert und das waren sehr prägende Jahre für mich, also auch schon vor dem Studium, weil ich 1,5 Jahre in der sogenannten Kinderklasse war bei Siegfried Thiele und dann halt 6 Jahre Studium mit teilweise sehr prägenden Persönlichkeiten, die man traf und dann letztlich einer sehr langen Arbeitsphase an einer Stelle sozusagen an der Universität hier in Leipzig bei der Musikwissenschaft und auch an der Musikhochschule. Und ja, also ich habe einfach mit wahnsinnig vielen interessanten Kollegen auch zusammenarbeiten können und hatte dann auch größtenteils sehr viel Freiraum, um meine eigenen Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist viel entscheidender, dass man, wenn man irgendwo arbeitet, in Ruhe gelassen wird, um auch seine eigenen Projekte zu entwickeln und vor allem halt sehr viel neue Musik in die Lehre einzubringen. Sie haben sich viel in den letzten Jahren durch andere Länder, andere Kulturen inspirieren lassen, sind viel gereist, konnten viel reisen nach der Wende, sind aber in Leipzig geblieben. Ist Leipzig ein guter Ort zum Komponieren? Also die Studienzeit war ja eine prägende Phase, vor allen Dingen eben auch noch in DDR-Zeiten, weil man an der Musikhochschule wirklich so einen gewissen Freiraum auch hatte, auch politisch und auch bedingt durch die Kommilitonen. Meiner damaligen Jahrgang war Georg Christoph Biller und viele andere interessante Leute. Da konnte man sich doch relativ frei entwickeln und eigene Wege gehen. Und nach der Wende hatte ich ehrlich gesagt den Wunsch, wegzuziehen und wegzugehen. Aber es hat sich immer wieder zerschlagen und ich bin dann doch in der Stadt geblieben. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber es ist, glaube ich, doch der musikalische Humus, der mich dann gebunden hat. Einfach so viele interessante Kollegen, die es hier gibt und so viel Musikalität, die in der Luft schwebt hier in Leipzig. Man kann auf kurzem Weg einfach auch sehr viele Projekte sehr schnell realisieren. Selbst wenn man eine Frage hat als Komponist und sagt, ich brauche einfach mal einen technischen Hinweis für ein Instrument, dann genügt ein kurzer Anruf. Und ich bin letztlich in 5 bis 10 Minuten vor Ort im Gewandhaus oder beim MDR oder an der Hochschule und ich kann die Kollegen sofort kontaktieren. Also wie gesagt, der Drang oder der Wunsch wegzuziehen war da, aber letztlich dachte ich mir, so ein Platz, wo man immer wieder zurückkehrt, das ist doch, glaube ich, auch ganz wichtig. Zurückkehren impliziert, dass man auch weggeht. Darüber wollen wir sprechen. Ja. Nach der ersten Musik. Und die kommt natürlich von Ihnen, Bernd Franke. Musik für Bläserquintett in 5 Sätzen. Daraus der erste Satz, gespielt vom Aflatus-Quintett. Musik für Bläserquintett in 5 Sätzen. Daraus der erste Satz, gespielt vom Aflatus-Quintett.
Bernd Franke, im ersten Satz diese Musik, da spürt man schon, dass Struktur etwas sehr Wichtiges ist für Sie. Alle Sätze tragen im Titel Metronomangaben und es gibt, wie ich finde, immer auch einen gewissen Puls. In welchem Verhältnis stehen Rhythmus und Puls zur Linie, Melodie und Klang? Und kann man das überhaupt so allgemein sagen? Das kann man, glaube ich, nicht trennen. Also ich trenne das jedenfalls nicht beim Komponieren, aber ich denke, der Puls spielt für mich eine sehr wichtige Rolle. War auch das Tempo und auch ja, der Lebenspuls oder auch vielleicht der Herzschlag und der menschliche Puls. Aber nicht nur im meditativen Sinn, sondern eben durchaus auch im Sinn von nach vorn treiben und sich entwickeln. Ist natürlich auch biografisch bedingt. Also ich bin ja nicht nur mit klassischer Musik groß geworden, sondern halt auch mit Jazz. Mein Vater war Jazzmusiker und dadurch bedingt habe ich zu Hause letztlich musikalisch polylingual gesprochen oder gehört und habe da keine Barrieren oder baue keine Barrieren auf. Also wie gesagt, für mich spielt der Puls oder eben auch der Rhythmus spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Grundstruktur. Aber wenn ich komponiere, dann gibt es zuerst eine Form, eine Dramaturgie, wo sich alle anderen Parameter und Elemente dann unterordnen. Kann man Kriterien generell für neue Musik haben? Sie unterrichten ja auch Tonsatzanalyse. Ja. Das ist eine sehr schwierige Frage und ich glaube, die ist schier unmöglich zu beantworten. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich schreibe gerade ein Konzert für Bassklarinette und Orchester für Volker Hemken vom Gewandhausorchester. Und in der Vorbereitung dieses Konzertes gab mir Volker Hemken einen großen Koffer sozusagen mit Noten in die Hand, um einfach mal Stücke, bekannte Stücke für Bassklarinette zu studieren, die Technik auch zu studieren, die Spieltechniken. Und ich bin das durchgegangen, waren vielleicht so 15 bis 20 Partituren drin in diesem kleinen Koffer. Und das zeigte mir eigentlich immer wieder auf, wie unterschiedlich die Stilrichtungen heute sind. Also wirklich Biodiversität absolut in der musikalischen Sprache. Es ist alles möglich und es gibt völlig unterschiedliche Herangehensweisen, die letztlich auch nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Von der grafischen Notation bis zur klassisch notierten Vierteltonmusik, neue Komplexität, Minimalmusik. Also es ist nicht so einfach zu greifen. Und ich glaube, nur in der Vielfalt sozusagen ist neue Musik überhaupt zu verstehen. Glücklicherweise. Viele Ihrer Kompositionen stehen ja in Bezug zur Malerei. Stichwort Chagall mit der Chagall-Musik 1988 uraufgeführt vom Gewandhausorchester unter Kurt Masur. Sind Sie damals ja auch international bekannt geworden. Auch Heinz Mack, Francisco de Goya, Joseph Beuys haben Sie Werke gewidmet zum Beispiel. Oder zumindest findet sich der Name in Ihrem Werkverzeichnis sehr weit gefasst. Sie haben ja fast allen Genres komponiert. Lassen Sie sich von den Bildern oder Objekten, Artefakten wie bei Beuys inspirieren? Oder sind es dann eher so die Gedankenwelten der Maler, der strukturelle Aufbau der Bilder oder das, was man bei Beuys auch soziale Plastik nennt? Auch das ist ganz verschieden und abhängig natürlich von der eigenen Entwicklung und von den Stufen, den Abschnitten, Lebensabschnitten, in denen man komponiert und denkt und fühlt und auch auf gesellschaftliche und ich glaube auch soziale und musikalische Prozesse reagiert. Das sind Vehikel. Ich glaube, es ist so, dass ob jetzt Chagall oder Joseph Beuys oder Goya, das sind letztlich Vehikel, um in eine eigene Welt einzusteigen, in die musikalische Welt, um bestimmte Gedanken, Bilder oder halt vielleicht auch Konzepte zu transformieren in musikalische Prozesse. Der Chagall zum Beispiel damals, es gibt ja drei Stücke zu Chagall, schon 85 eins komponiert und dann 86 ein weiteres Stück für Ludwig Güttler. Das waren damals Stücke, die waren für mich eine Flucht aus der Realität, also in eine surreale Welt, in die ich mich begeben habe, weil ich den Alltag nicht mehr ertragen konnte. Und Joseph Beuys hat mich in eine ganz andere Richtung gebracht. Die Idee seiner sozialen Plastik, also es gibt ja diesen berühmten Essay der sozialen Plastik, das hat mich inspiriert, um klassische Formationen wie Quartette oder Trios oder eben auch Orchesterbesetzungen zu dekonstruieren und letztlich auch die Rolle des Individuums zu hinterfragen. Also welche Rolle spielt der Einzelne auch in der Musik? Also wie funktioniert Kommunikation? Und so ist das bei jedem Vehikel sozusagen, bei jeder Inspirationsquelle, ob Bild oder Text oder Gedicht oder Film oder Mensch, ganz verschieden.
Sie schreiben ja die Musik nicht in einen luftleeren Raum. Mhm. Müssen wir da als Publikum vielleicht mit unseren Hörgewohnheiten auch flexibler werden? Erwartungen, mit unseren Erwartungen? Auch das ist eine Frage, die eine längere Antwort eigentlich provozieren würde. Ich mache es doch mal kurz. Also ich denke, im Laufe der Zeit habe ich doch gelernt und verstanden, dass es das Publikum nicht gibt. Es gibt einfach im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, in denen man sich mit Musik beschäftigt, auch zeitlose Komponenten beim Hören. Und da ich natürlich nicht nur in Deutschland mit Publikum zu tun hatte, sondern auch weltweit, habe ich auch gemerkt, dass es da einerseits sehr große Unterschiede beim Hören gibt, ob jetzt in Taiwan oder USA oder Japan oder Polen. Auch bei den Interpreten, wohlgemerkt, die Interpreten reagieren auch ganz unterschiedlich auf Strukturen und Affekte. Zum Beispiel ein Trio aus Polen, mit dem ich mal gearbeitet habe, hat ganz anders mit mir gearbeitet als ein italienisches Trio oder ein japanisches. Da gibt es schon Unterschiede in der Probenphase. Und diese Unterschiede sind das eine, aber andererseits gibt es auch gemeinsame Schnittstellen. Und die Schnittstellen sind einfach die, dass wir alle Menschen sind und alle bestimmte Gefühlswelten haben, bestimmte Affekte sich entwickeln beim Hören und natürlich auch dadurch bedingt entsteht auch eine Zeitlosigkeit. Und deswegen denke ich, ist das mit dem Publikum ziemlich schwierig man kann das nicht kalkulieren. Und das Publikum ändert sich auch. Also wenn ich jetzt meine Studenten von heute, von 2019 sehe, im Vergleich zu 2009 oder geschweige denn 1999, 1989, dann liegen da Welten dazwischen. Also Welten auch in den Hörgewohnheiten der jungen Leute. Und ich glaube, darauf müssen nicht wir reagieren, wir Komponisten, sondern die Medien müssen darauf reagieren und auch die Musiklandschaft, die Orchesterlandschaft muss auf sowas reagieren, dass alles im Fluss ist, alles sich quasi weiterentwickelt und man nicht davon ausgehen kann, ich habe jetzt Hörer, die sind zwischen 50 und 80, die hören so, aber junge Leute zwischen 20 und 30 hören ganz anders und die entwickeln sich ja auch weiter. Also deswegen ist meine Kritik, die ich immer wieder anbringe, im Prinzip die Musiklandschaft und der Musikapparat, der meiner Meinung nach immer musealer und erstarrter wird. Also das ist eigentlich ein großes Problem, denke ich, hängt aber auch mit der Gesellschaft zusammen. Wenn die Gesellschaft verkrustet, verkrustet letztlich auch dann das Spiegelbild, die Kunst und die Musik und die Musiklandschaft. Musikerziehung ist sicherlich auch eben, noch genau, ein auch in den wichtiger Schulen. Punkt. Genau, das darf ich auch kurz erwähnen. Mir macht das große Sorgen, dass ich mittlerweile Studenten hier an der Uni habe, die am Gymnasium oder auch Grundschulen keinen Musikunterricht mehr hatten. Also man merkt das, dass die Leute einfach keinen Kanon beherrschen. Natürlich nicht alle, aber es werden mehr und das macht mir große Sorgen. Zum Kanon gehört sicherlich auch, dass man vertraut ist mit den Dichtern William Shakespeare oder Arthur Rimbaud. Sie haben sich damit auseinandergesetzt, beispielsweise in dem Stück Unseen Blue for Voices and Bandoneon. Das gehört ja zu den vielleicht am meisten aufgeführten Werken neuer Musik. Für Amakord haben Sie dieses Stück geschrieben und wir hören jetzt dieses Ensemble zusammen mit Per Arne Glorwigen am Bandoneon mit Unseen Blue. Retrouver. Quoi? L'éternité. L'éternité. C'est la mer mêlée au soleil. Mon âme éternelle. Observe ton vœu. Malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc tu te dégages des humains suffrages. Des communs élans, tu voles selon. Jamais l'espérance, pas d'orienture. Science et patience, le supplice est sûr. Plus de lendemain, l'aise de sa terre, votre ardeur.
est le retrouvé. Retrouvé. Quoi? Quoi? L'éternité. L'éternité. C'est la mer. C'est la mer. Mêlée au soleil. Au soleil. MDR Kultur, die Sendung Musik Modern. Heute ist sie Bernd Franke gewidmet. Der Leipziger Komponist feiert am Montag seinen 60. Geburtstag. Und Bernd Franke ist bei uns hier im Studio. Herr Franke, Ancient Blue, wir haben es schon gesagt, haben Sie für Amarcord komponiert. Was verbindet Sie mit diesem Ensemble? Sie haben ja auch andere Kompositionen für dieses Männerquintett komponiert. Ja, mit Amarcord arbeite ich jetzt seit knapp 20 Jahren zusammen. Das sind natürlich mittlerweile Freunde und mir sehr liebe Kollegen. Und es entstanden drei lange Zyklen, jeweils von 20, 25 Minuten, zweimal Ancient Blue und Questions. Ich komponiere halt sehr gern auch für Stimme, für menschliche Stimme und für Chor und Gesang generell. Und diese Kombination Bandoneon, Stimmen am Akkord, das war damals eine Wunschbesetzung für mich, als ich das komponierte. Besonders auch mit Per-Arne Glorvigen, einem fantastischen Musiker aus Norwegen. Ja, und Amarcord sind so hochprofessionell, es macht einfach unglaublich Spaß, mit denen zu arbeiten. Das ist einfach toll. Also der Widmungsträger oder der Auftraggeber, das inspiriert Sie schon. Ja, immer. Sie schreiben also, für diese... Ja, klar. Also das sind ja immer Menschen. Also man kann nicht im luftleeren Raum komponieren. Natürlich hat man auch Ideen, dass man vielleicht sagt, okay, in einigen Jahren möchte ich vielleicht gerne mal das und das Stück komponieren. Und dann sucht man quasi die Möglichkeiten, das zu realisieren. Aber es sind ja bei mir fast immer entweder Auftragswerke gewesen in meiner Karriere und letztlich auch Menschen, mit denen man dann befreundet ist. Also nicht nur am Akkord, es gibt auch andere Interpreten wie Christian Wetzel aus Köln, der von mir 5 Stücke uraufgeführt hat. Mit Kalmus habe ich sehr eng zusammengearbeitet. Oder eben damals mit Masur mit 3 Uraufführungen. Es gibt immer sehr enge Beziehungen. Oder Ludwig Güttler damals, also oder im Ausland eben Yadong aus Shanghai. Wunderbare Musiker, die mich wahnsinnig inspiriert haben zu komponieren. Aber auch in Leipzig, wie wir sprachen von dem Humus, eben solche Leute wie Gregor Meyer vom Gewandhaus oder halt viele jüngere Musiker auch, mit denen man fantastisch arbeiten kann. Und jetzt kehren wir nochmal zurück zu den Anfängen, ja. Zu Kurt Masur, ja. Zur Chagall-Musik. Uraufgeführt 1988 mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Kurt Masur. Thank you.
Das Gewandhausorchester unter Kurt Masur mit einem Ausschnitt aus der Chagall-Musik für Orchester von Bernd Franke im Mitschnitt der Uraufführung aus dem Jahr 1988. Bernd Franke, wenn Sie das heute hören, gut 30 Jahre später, erkennen Sie sich da wieder? Ja, natürlich, klar. Also das sind ja Vorlieben, die man hatte und immer noch hat und die sich nicht verändern, weil das wahrscheinlich einfach der persönliche Charakter ist oder einfach Interessenlagen. Natürlich hat man sich weiterentwickelt, aber nach wie vor gibt es da Dinge, die ich gern höre. Ein Jahr später, nach der Uraufführung, kam für Sie Tanglewood. Das hat Sie, glaube ich, sehr stark beeindruckt. Ja, das hat mich umgehauen. Das hat mich wirklich sehr, sehr stark beeindruckt, weil aus vielerlei Hinsicht. Natürlich war das in den USA, dort zu studieren und zu leben, war das eine. Das war natürlich für mich damals wahnsinnig exotisch. Der zweite Punkt war einfach der, dass man in der DDR zwar natürlich die Namen Schönberg kannte und wusste auch, dass das in den 60er Jahren verboten war, Schönberg und Anton Webern an der Universität oder auch an der Musikhochschule zu unterrichten, dass Leute sogar ihre Stelle verloren haben, wie Eberhard Klemm, der berühmte Musikwissenschaftler aus Leipzig, der für mich damals ein großes Vorbild war. Auf der anderen Seite gab es die 80er Jahre mit einer gewissen Öffnung, auch schon in den 70er Jahren, und man konnte Partituren von Schönberg oder Alban Berg oder vielen anderen Komponisten der klassischen Moderne und der zweiten Wiener Schule lesen, ausleihen und letztlich sich damit beschäftigen. Aber diese Verbindung sozusagen zu dieser Zeit der 20er Jahre, dieser aufregenden Zeit, die gab es ja nicht. Und für mich war das absolut faszinierend, Leute in Tanglewood 1989 zu treffen, die noch mit Alban Berg und Anton Webern zusammengearbeitet haben, wie der berühmte Geiger Louis Krasner, der das Violinkonzert von Alban Berg in Auftrag gegeben hat und uraufgeführt hat, oder der Dirigent Maurice Abravanel war auch einer meiner Nachbarn damals, der in den 20er Jahren in Altenburg war und in den 60ern die Gustav Mahler Renaissance eingeleitet hat. Also es war lebendige Musikgeschichte. Ja, also ich habe sozusagen das Gefühl gehabt, in eine lebendige Bibliothek zu gehen und ständig Leute zu treffen, die meine großen Vorbilder noch persönlich kannten. Eben wie Stefan Zweig auch oder Anton Webern, Strawinsky und. Oder Béla Bartók. Lukas Voss war mein Kompositionslehrer in der Zeit, einer der berühmten Dirigenten und Komponisten der USA, Fellow, also Stipendiat 1940 zusammen mit Leonard Bernstein, und er hat noch Béla Bartók kennengelernt. Also rund um eine unglaublich prägende Zeit, von der ich noch heute zehre. Wie lange sind Sie dort geblieben damals? Also es waren 9 Wochen insgesamt, und ich habe natürlich nicht nur Kompositionskurse belegt, sondern eben auch Dirigierklassen. Ja, und das war sogar fast noch aufregender, weil dort kam halt Kurt Sanderling. Ja, und Sanderling unterrichtete halt Schostakowitsch und Brahms, und Sanderling erzählte von Schostakowitsch oder Dirigenten wie Jeffrey Tate oder Roger Norrington und. Also es war eine sehr aufregende Zeit, besonders natürlich prägend die letzten 2 Wochen dann mit Leonard Bernstein, bei dem wir dann eine Komponistenklasse hatten. Also ich konnte ihm meine Chagall-Musik für Orchester vorstellen. Wir hatten dann in der Woche dann sehr viele Gespräche über ja, dieses Stück oder generell über Musik. Das fand ich sehr faszinierend. Für den von Ihnen schon erwähnten Geiger Louis Krasner, beziehungsweise im Gedenken an ihn, haben Sie 1999, 2000 Versuch zur Nähe, Fragments for String Quartet, komponiert. Und das hören wir jetzt, beziehungsweise eines der Fragmente, gespielt vom Leipziger Streichquartett. Thank you.
Fragments for String Quartet, Versuch zur Nähe von Bernd Franke, uraufgeführt 2000 in der Reihe Musica Nova im Leipziger Gewandhaus vom Leipziger Streichquartett. Herr Franke, Sie waren schon in den 1980er Jahren aktiv an der Leipziger Musikhochschule, haben die Gruppe Junge Musik gegründet, waren, glaube ich, auch der Gruppe Neue Musik Hans Eisler verbunden. Sie stehen jetzt auf der anderen Seite, also Sie sind Lehrer und nicht mehr Student. Hat sich die neue Musikszene an der Hochschule im Moment verändert? Ja, natürlich hat sich die Musiklandschaft in diesen Jahrzehnten erheblich verändert. Es gibt neue Kollegen in der Kompositionsklasse, Kompositionsabteilung, wie Klaus-Steffen Mahnkopf und der Franzose Fabien Lévy. Es gibt ein Studio für elektronische Musik. Wöchentlich gibt es Aufführungen für neue Musik. Also das hat sich immens verändert. Damals in den 80er Jahren, Ende 70er, Anfang 80er, wurde fast keine Stücke aus dem 20. Jahrhundert aufgeführt. Es gab klassische Moderne, wurde eigentlich ausgeblendet. Und das war damals auch ein Grund, ein Ensemble für neue Musik zu gründen, also diese Gruppe Junge Musik. Wir haben ja nicht nur neue Musik gemacht und uraufgeführt oder aufgeführt, sondern eben auch Hans Eisler und Anton Webern, Karl-Heinz Stockhausen, Paul Dessau und Anton Webern. Also auch die klassische Moderne erstmal überhaupt aufzuführen. Inspiriert man sich gegenseitig als Komponisten? Sie haben es ja schon gesagt, es ist ein überschaubarer Kreis in Leipzig alles. Oder arbeitet jeder in seinem Kästchen? Ja. Also das ist, glaube ich, unterschiedlich. Wenn man sich so die Städte in Deutschland ansieht, da gibt es Städte, wo die Komponisten, Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja auch mittlerweile sehr viele Frauen, die komponieren, das muss man auch sehen. Das hat sich auch radikal verändert in den letzten 20, 30 Jahren, glücklicherweise. Nicht mehr nur eine ausschließliche Männerwelt. Aber da gibt es Städte wie in München oder Berlin, wo die Komponisten teilweise sehr eng zusammenarbeiten. Das vermisse ich ein bisschen in Leipzig. Also ich habe immer versucht zu kommunizieren und halt auch sehr viele Komponisten an die Uni einzuladen. In den letzten Jahren, Jahrzehnten waren es mindestens über 200 aus aller Welt mittlerweile. Aber so ein enges Verhältnis oder eine Zusammenarbeit gibt es leider kaum. Das ist noch ausbaufähig, glaube ich. Aber mit den neuen Kollegen, besonders mit meinem Kollegen an der HMT hier in Leipzig, mit Fabien Lévy, gibt es sehr schöne Ansätze. Er kam nach Leipzig und sagte sofort, also wir versuchen, die Seminare gemeinsam zu organisieren. Also unsere Komponisten kommen an die Uni. Eure Studenten von der Musikwissenschaft können gerne an die Hochschule kommen zu meinen Seminaren. Also da entsteht jetzt eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und das könnte vielleicht auch weitergehen mit gemeinsamen Projekten oder mit einem Festival. Muss man schauen. Ja, Ultraschall gibt es zum Beispiel in Berlin, in München, die Biennale, wo Sie ja auch gewesen sind. Genau. Hans-Werner Henze hat Sie, glaube ich, gefördert und Sie haben sich viel an ihm auch orientiert, mit ihm zusammengearbeitet. Ja, genau. Also mit Henze hatte ich so seit 1987, 88 Kontakt und hatte dann bei ihm Privatunterricht so Anfang der 90er Jahre und das war eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Vor allen Dingen, es war ein Komponist, der mich natürlich neben meinem ersten Lehrer Siegfried Thiele, der mich sehr geprägt hat, weil ich ja letztlich mit 14 schon an der Hochschule war, das war für mich eine ganz wichtige Zeit. Aber dennoch war es auch sehr entscheidend, sich abzunabeln und ganz andere Wege zu gehen. Und Henze war nicht nur outstanding quasi als Person, sondern er hatte auch einen Blickwinkel von außen auf Deutschland. Er lebte ja in Italien, bei Rom. Und er war natürlich sehr kritisch gegenüber der neuen Musikszene. Denn für mich spielte nach der Wende, das muss ich vielleicht auch nochmal erwähnen, die ostdeutsche Musiklandschaft eigentlich keine Rolle mehr. Also die war für mich nicht anregend. Und die westdeutsche Musiklandschaft eben auch nicht. Und der Henze ist eben auch so einen dritten Weg gegangen und hat sich da ganz anders entwickelt. Und er hat mir Mut gemacht und gesagt, dass ich doch wirklich mich abnabeln soll von nicht nur Leipzig, sondern eben auch die neue Musikszene sehr kritisch von außen zu betrachten. Und ja, das war für mich damals sehr wichtig, also 1994, 95, diese Ermunterung, um letztlich quasi auch in ganz andere Richtung zu gehen. Deswegen auch die Reisen, ja, die Reisen in die USA oder dann später nach Asien. Asien. War auch eine Abnabelung in gewisser Weise. In andere Kulturen, in andere Strukturen, in andere auch Organisationsformen von Musik generell. Cut.
Teil 6, 7, 8 steht für die Inspiration der Reisen aus Asien. Wir hören rein in diese Aufnahme mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Ricardo Chailly.
Das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Ricardo Chailly mit einem Ausschnitt aus Cut 6, 7 und 8. Herr Franke, Sie haben gesagt, in diesem Werk haben Sie sich von diesen neuen Kulturen und Strukturen in Asien inspirieren lassen. Wie genau kann man das verstehen? Ja, das ist auch wieder ein Transformationsprozess und eigentlich nicht zu verstehen und auch nicht zu beschreiben. Wie gesagt, ich war so ab 1998 bin ich dann Richtung Asien gereist und war in verschiedenen Ländern, also Malaysia und dann später eben auch Indonesien. Und dieses Stück Cut 6 bis 8 wurde inspiriert von einem kanadischen Komponisten, der sich sehr intensiv mit Gamelan-Musik in Bali beschäftigt hat. Und ich wurde damals von Ricardo Chailly gefragt, ob ich ein Stück komponieren möchte für das Gewandhausorchester in Bezug auf Johann Sebastian Bach. So, das war was ganz anderes, Johann Sebastian Bach. Und mich hatte das einfach interessiert, wie hört man heutzutage Bach und wie hört man Bach auch in anderen Kulturen? Das fand ich sehr spannend, habe halt sehr viel reflektiert über Rhythmus, Energie, aber letztlich auch über Melos und den instrumentalen Gesang bei Bach. Und ich war 2005 für einen Monat auf Bali und habe dort angefangen, das Stück zu konzipieren. Also es gibt sicherlich Einflüsse aus der Gamelan-Musik, also rhythmische Prozesse, rhythmische Einflüsse, aber letztlich auch organisatorische Strukturen, wie man quasi Musik oder ein Orchester anders strukturiert. Es sind drei Sätze, die auch einzeln aufgeführt werden können und die man auch zum Teil simultan aufführen kann. Also da muss man natürlich dann ins Detail gehen, was jetzt vielleicht sehr kompliziert werden würde. Also ganz kurz nur, der Dirigent ist wichtig, aber nicht nur, sondern das Orchester geht teilweise eigene Wege. Einzelne Gruppen brechen aus und spielen individuell. Es wird auch improvisiert und so weiter. Also das habe ich bei dem Stück versucht zu realisieren. Aber die genauen Prozesse, diese Transformationsprozesse sind sehr verschieden. Es sind ja auch Dinge, die man wahrscheinlich gar nicht beschreiben kann. Also die Gerüche, den Alltag, die Geräusche, die Menschen, was man da alles erlebt und auch vielleicht die Farben, das Licht, die Atmosphäre, das Klima. Also ich denke, das wirkt sich auch auf die Musik aus, wie man dann komponiert und halt auch Strukturen schafft. Stichwort Farbe, Blue. Blue-Green sind Werktitel, Anziehen Blue haben wir gehört und Blue-Green ist auch ein Werktitel. Haben Sie zu Blau eine besondere Chagall? Das ist meine Lieblingsfarbe, ja. Genau, Blau ist meine Lieblingsfarbe. Das ist aber, glaube ich, Zufall. Also, ja. Denn Anziehen Blue ist ja der Titel einer Installation eines amerikanischen bildenden Künstlers, James Turrell. Und das hatte ich mal in den USA in Minneapolis gesehen, seine Ausstellung, und fand den Titel ganz spannend. Also das ist, glaube ich, Zufall. Wie hat sich das mit Asien jetzt eigentlich weiterentwickelt? Sie waren ja auch Composer in Residence beispielsweise in Taipei. Ja, also die ersten Jahre 1998 waren das eher Studienreisen, auch Privatreisen Richtung Asien. Und interessanterweise hat sich das ab 2011 in eine ganz andere Richtung entwickelt, dass zum Beispiel der Gewandhauschor und Gregor Meyer zusammen mit dem Goethe-Institut mich beauftragt hatten, ein Stück zu schreiben für Kalkutta zu so einem Jubiläum von dem Dichter Rabindranath Tagore. Das wurde sogar in Kalkutta uraufgeführt. Dann war ich, wie Sie erwähnten, halt Composer in Residence in Taipei, konnte dort mit einem Orchester in Taiwan arbeiten und auch komponieren. Entstand ein Doppelkonzert für Pipa, Cello und chinesisches Orchester. Es gab eine Uraufführung in Tokio mit zwei Musikern aus Japan und China. Ein Projekt in Südafrika, was in eine ganz andere Richtung ging vor 3 Jahren mit Gerrit Lubbe aus Johannesburg und einem Orchester aus Stockholm. Oder eben vor 2 Jahren ein Projekt mit syrischen Musikern in Cottbus. Also das finde ich eigentlich sehr spannend, dass man auch mit ganz anderen Interpreten arbeiten kann aus anderen Kulturkreisen. Oder eben auch mit Interpreten, die aus dem Jazzbereich kommen. Also da wird es auch ein Projekt 2021 mit Michael Wolny geben. Wir kommen so langsam auf die Schlussgerade in unserer Sendung Musik Modern hier bei MDR Kultur. Die Frage, woran arbeiten Sie gerade? Die fragt man ja immer mal gerne Schriftsteller oder auch Komponisten. Sie haben schon gesagt, ein Stück für Bassklarinette und Orchester schreiben Sie. Ist da schon die Uraufführung geplant? Ist es ein Auftragswerk? Ja, das ist ein Auftragswerk von Riesa, vom Orchester dort und Eckhard Klemm.
Der Solist ist Volker Hempken vom Gewandhausorchester. Das ist jetzt in der Planung und dann wird ein Stück entstehen für Oboe, Pipa und Orchester für die Kammerakademie Neuss, für zwei Solisten, mit denen ich auch schon mehrfach gearbeitet habe. Dann gibt es noch eine Bearbeitung von einem Kontrapunkt aus der Kunst der Fuge. Das ist dann was für Leipzig, fürs Bachfest hier? Ja, genau, für dieses Jahr schon. Mit der Deutschen Kammerphilharmonie, ja, Bremen, genau, und genau. Oma so Meyer-Welber? Ja, genau, das sind so die gegenwärtigen Projekte. Setzt Sie das unter Druck? Es waren ja vier Sachen, die Sie jetzt aufgezählt haben. Und wir haben ja überhaupt nicht. Man muss es einfach auch wieder nur gut planen und strukturieren. Also man sammelt ja jetzt, man fängt ja nicht heute an und sagt jetzt, komponiere ich, sondern in dem Moment, wo man vielleicht gefragt wird, sammelt man Skizzen oder hat ein Konzept und lässt das ein bisschen ruhen und dann beginnt man konkret mit dem Stück. Nee, man muss es einfach gut organisieren und strukturieren. Schreiben Sie eigentlich von der Hand oder läuft das alles über den Computer? Also ich schreibe mit der Hand und gebe das dann weiter an meinen Verlag, Peters. Dort wird das dann gesetzt von einem Notenschreiber. Ich bin nicht so fit in der Weise mit dem Computer und habe auch das Gefühl, dass mich das teilweise einengt, weil ich ja nur eigentlich das komponieren kann, was mir die Software erlaubt. Und ich möchte eigentlich da Dinge ausprobieren, die teilweise gegen die Software sozusagen laufen. Deswegen mache ich das mit der Hand. Am Montag, Bernd Franke, feiern Sie Geburtstag, den 60. Man gratuliert, glaube ich, nicht so gut vorab, aber wir wünschen Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und Schaffenskraft. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie im Studio waren. Mein Name ist Isabel Roth. Ich möchte mich verabschieden mit einem Ausschnitt aus den Rilke-Madrigalen von Bernd Franke. Beispielhaft hier die Eleganz und der hedonistische Charakter ihrer Musik, die bei aller Zuspitzung immer nach Ausgleich und Harmonie strebt. So steht's auf ihrer Homepage, von der Musikwissenschaftlerin und Publizistin Gisela Nauck verfasst. Das ist einfach sinnliche Musik. Der MDR-Rundfunkchor singt unter der Leitung von Howard Amen.